Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Far Cry New Dawn. Dann wollen wir mal ins Gefängnis. Versau es nicht, okay, Slick? Nicht sterben. Ja. Wohin? Wahrscheinlich soll ich ihm folgen, ne? Dass die immer so langsam gehen müssen. Darf ich seine Waffe klauen? Ich kann Takedown. Ich hab zwar keine Schere dabei, aber Genickbruch reicht ja auch, ne? Hey. Hier lang, Sandsack. Sandsack. Also die müssen alle definitiv sterben. Die haben mich jetzt schon Sandsack genannt. Und rumkommandiert. Und gehen langsam. Das sind definitiv alles Gründe, um die zu töten. Das dümmste Gesicht aller Zeiten. Ab sofort heißt du Hackfresse. Willkommen in deinem neuen Zuhause, Hackfresse. An die Arbeit. Du wirst sterben. Das können sie dir gar nichts mehr sagen. Wo die herkommen, gibt's noch viel mehr zu. Lass mir nicht zu. Die Schisser haben dem Häschen was gegeben und ich will wissen, was es war. Das will ich auch. Aber die können dir nichts verraten, wenn du nicht mehr Fragen stellst. Lass mich das machen. Ich weiß, was ich tue. Ich will ja nicht stören. Wir haben zu tun. Ich weiß, aber jemand, der wichtig aussieht, möchte reden. Wie wichtig? Ihr wollt das sicher hören. Siehst du, Schwester? Alles unter Kontrolle. Ich glaube, das ist Ethan. Was machst du denn noch hier? Ja, natürlich. Hackfresse. Geht auch mal hier die Tür auf. Ah, okay. Die riecht sie aber gut. Hast du was Leckeres zu essen? Ach, tut alles weh. Hoffentlich merken die nicht, dass ich zu schwach bin, um weiterzuarbeiten. Mann, Zwillinge haben diese Ratten am Wickel. Die werden gar nicht wissen, was hier kann. Hey, du. Hast du was für mich? Wie sieht's mit dir? Und das Schlimmste ist, ich will gar nicht hier weg. Hier kriegen wir einmal am Tag was zu essen. Draußen hatte ich so gut wie nichts. Also, nee, du hilfst mir nicht. Hey, du siehst aus, als... Nein. Hast du was für mich? Nur noch ein paar Tage. Nein, Schätzchen.
ist hier nicht mal abgeschlossen. Okay. Ich weiß, wir sind keine offizielle Armee oder so, aber echt jetzt? Lass doch bitte nicht den Schlüssel zur Kugelfabrik offen rumliegen. Immer am Körper tragen, Kackbratze. Das ist hier doch keine Wissenschaft. Einen Weg hier raus. Ich weiß, wer da drinnen den Schlüssel hat. Die haben mein Messer ins Sperrgebiet gebracht. Ich könnte versuchen, es zu holen und sie auszuschalten. Aber mir schlottern die verdammten Knie. Wenn ich nur den Mumm hätte. Ich hole dich hier raus. Oh, falsche Richtung. Sorry. Ich verlaufe mich manchmal. Ich war hier schon mal. Na dann, wollen wir mal. Wollt ihr da anders hinsetzen? Ich auch. Ich habe immer noch keine Waffe gefunden. Ganz schön slow, ha? Huh? Okay, Hilfsset sind noch voll. Liste des Gefängnisleiters. Neue Fabrikratten diesen Monat. Furznudel. Furz bei Angst, also quasi immer. Eierwärmer. Wird nicht gerne in die Eier getreten. Blödbirne ist einfach völlig dumm. Ulknudel hat natürlich eine ulkige Nudel. Klapperfresse klappert immer mit den Zähnen. Gebiss wird bald weggemeimt sein. Hackfresse, dummes Gesicht, komischer Körper. Einfach eine komplette Hackfresse. Ah, das bin wohl ich. Die anderen haben ins Gras gebissen, bevor wir ihnen Spitznamen geben konnten. Wir brauchen dringend noch mehr Ratten. Aber nächstes Mal komme ich mit. Ihr bringt mir immer nur die mickrigsten mit. Interessant. Die Hackfresse wird dir da richtig schön in den Arsch treten. Moinsen! Was war los?
Was wohl? Ja, die Takedowns lohnen sich, ja? Notiz über Gefängniswärter Frank. Mann, ich will auch mit Frank auf dem Dach abhängen. Ich wette, da, von da kann man den ganzen Ratten schön beobachten, wie sie schluchzen und kuschen. Aber nein, der hängt da alleine rum mit seinen tollen Wachen. Was für ein Opfer. Ich sollte ihm einfach da runterballern. Dann kann ich da oben alleine rumhängen. Mhm. Ach, hier komme ich gar nicht durch. Oder doch? Schade. Ich muss doch da lang, ne? Die Hackfresse. Hackfresse. Ja. Hi. Hi! Du bist also Frank? Naja, das war Frank. Ich würde sagen, optional nehmen wir noch ein paar Wachen mit. Ganz sauber. Ganz sauber. Wie ein Gespenst in der Nacht. Ich wusste, dass du die richtige Finisher bist. Du bist da eingeschlichen während 14 den Sturm und hast alles besorgt. Jetzt ja. Nur noch zu warten, ob du auch fahren kannst. Ah ja. Ja, kann ich.
Eventuell. Vielleicht. Das haben sich die Zwillinge selbst zuzuschreiben. Wären sie zur Vernunft gekommen, hätte Frank nicht sterben müssen. Tja. Du bist auch nicht ganz, ne? Du wirst auch noch drauf gehen. Nee, der Typ war ein Flachmixer. Der musste weg. Ja. Du, mir ist das egal. Also, wenn du damit dein Gewissen beruhigen willst. Aber du bist auch noch dran. Ich habe dich auch schon mal erschossen. Und ich würde es jede Zeit wieder tun. Jederzeit. Jetzt müssen wir nur noch das Derby gewinnen. Und dann können wir uns um die Zwillinge kümmern. Was? Hi, George. Wir rüsten uns erstmal wieder auf. So, dann wollen wir mal. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich den Dings nehme, den Raketenwerfer oder unsere Schrotflinte. Aber ich glaube, ich nehme unsere Schrotflinte. Ich meine, wir sind ja jetzt diesmal nicht oben. Wir sind ja diesmal unten im Derby. Ah, wir können nicht speichern. Nicht speichern? Und noch nicht? Doch, jetzt. So. Moinsen. Slick, wie sieht's aus? Du hast es geschafft. Nein. Ich kann dir gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich mir Franks Tod gewünscht habe. Danke. Unglaublich, dass der Idiot gedacht hat, er könnte beim Derby mitfahren. Ich könnte da mitfahren. Ich könnte das Derby leiten. Ich weiß mehr über Autos, als die alle zusammen. Ich habe mal ein Auto aus einem Spülbecken gebaut. Ah, ja. Jedenfalls gehört sein Platz beim Derby jetzt dir. Ich weiß. Und so kommst du aus nächster Nähe an Mickey und Lou heran. Ja. Aber du weißt gar nicht, was du mit was ich mit dem... Auto besorgen, dann kann es losgehen. Du weißt doch gar nicht, was ich mit denen vorhab. Also, bis später. Du bist ein Idiot. Na, George? Ja, ich weiß, ich trage deine Kleidung. Wo denn? Die Leute erkennen einfach nicht all meine Talente. Ja. Genau das wird's sein. Ich hab Sichtkontakt zum Ziel unter mir. Noch? Slick, wir sind bereit für das Derby. Ich warte an so einer alten Tankstelle auf dich. Hilf mir doch mehr! Mach doch! Judge, du bist echt useless. Komm mal her. Ja. Gerne. Gut, dann können wir mal dahin, ne? Ah, ja, stimmt. Hier. Na gut, dann reisen wir dahin. Das kann ja was werden. Okay.
Dann wollen wir mal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Glaube ich. Hey! Slick! Na endlich! Ja, hier bin ich. Das Genie. Wie jedes Jahr darf der Sieger des Demolition Derbys zu dieser super fetten Dinnerparty gehen. Ja. Jetzt, da Frank tot ist, gehört sein Platz beim Derby dir. Ich weiß. Und du hast Glück, denn ich habe dir nicht nur den Startplatz besorgt, sondern auch noch ein Fahreroutfit. Du Glücksschweinchen, du. Jetzt musst du dieses verfluchte Ding nur noch gewinnen, denn Mickey und Lou kommen auch zu der Dinnerparty. Ich weiß. Und dann sind sie fällig. Ich besorg dir eine Karre und treffe dich heute Abend hier, Slick. Ich dachte, du hast sie schon besorgt. Meine Waffe ist besser. Hier ist dein Wagen. Hab ihn selbst repariert. Er ist bis oben hin voll mit feinstem Ethanol und hat Luft in den Reifen. Das volle Programm. Man kennt dein Gesicht hier, also versteck es lieber. Das Rennen beginnt um Mitternacht. Hol sie dir, Slick. Versteck ich dir mein Gesicht? Wo bin ich denn? Ja. Was hast du denn gedacht, dass ich den Wagen dahin schiebe? Okay, Slick. Solange du die Fahrerkluft trägst, kann man dich von den anderen Ärschen nicht unterscheiden. Ja. Ich bleib ständig in Verbindung. Okay. Wenn du es vermasselst oder knietief in der Scheiße steckst, kannst du mich lachen hören. Aber du machst das bestimmt gut. Ja, und dann werde ich dir in den Kopf schießen für das, dass du dich, dass du mich über mich totlachen willst. Was? Wo kommt Bär? Nö. Ich dachte, niemand gewinnt hier.
Verdammt. Naja. Was? Ich dachte, ich bin gestorben. Ach komm. Ach schade, beim ersten Mal konnte ich sie überfahren. Okay. Scheiß Derby, ey. Panzerähnliche. Die ich wahrscheinlich auch noch besiegen muss. Dieser Fleischklopfer. Waren hier nicht auch Fahrzeuge? Repariere ich mal meins. Wenn es noch da ist. Ja, es ist noch da. Ja, come on. Sind denn hier noch Gegner?
Hab ich doch alle, oder nicht? Da war einer. Ah ja. Ich darf nicht raus? Wo steht denn der? Wo war das nochmal? Wo steht mein Truck? Au! Ich glaube, wir haben das Derby gewonnen. Ich weiß. Geh an den Gorillas vorbei. Tu so, als würdest du dazugehören. Ach da. In dem Schuppen wird's von hohen Tieren der Highwaymen nur so wimmeln. Alles Arschgesichter. Cool, ja? Pass auf, die sind scheiß gefährlich. Nice. Wow. Hier waren wir auch schon mal. Das war unglaublich. Der beste Sieg aller Zeiten. Wow. Na dann. Kein Wunder. Das ist ja irre. Okay, okay. Die erledigen wir alle auf einmal. Bleib bloß ruhig, mach keine Dummheiten. Okay, ich halt jetzt die Klappe. Ich gebe dir Bescheid, wenn die Waffe an Ort und Stelle ist. Ich kenne dich. Derby-Gewinnerin! Mann, das war vielleicht eine Show. Richtig nice, Alter. Killer. Verdammt! Wisst ihr, das erinnert mich ein bisschen an mich selbst. Danke, dass ihr alle hier seid. Ein weiter Weg für einige von euch. So lustig es auch ist, wir können nicht lange bleiben. Einfach. Na, schade. Es gibt neue Entwicklungen. Ich habe einen Vorschlag für euch. Los, komm rein! Ethan. Wer zum Teufel ist das? Er ist unser Numero Uno Problemlöser. Mhm, er nimmt uns mit nach Norden und verabreicht uns irgendein... Was war das Obst? Eine heilige Frucht. Das Wunder von New Eve. Ja, das war's. Der Junge hier sagt, diese Frucht macht euch so stark, dass ihr es selbst nicht glaubt. Und wenn der Preis stimmt, wären wir bereit, sie zu teilen. Was redest du für eine Scheiße? Wir sind schon die Stärksten. Ganz genau. Tja, nein, nicht wirklich. Ich hab's gesehen. Hört ihr euch überhaupt zu? Heilige Frucht! So eine gequirlte Scheiße! Werdet ihr jetzt weichende Bälle wie euer Papst? Oh. Ja, okay, den muss ich schon mal nicht töten. Sonst noch Anmerkungen? Ich brauch die nicht, ich hab die schon. Ich gebe euch die heilige Frucht nur, wenn ihr euch an die Abmachung haltet. Ich will, dass ihr New Eden in Schutt und Asche legt. So war der Deal, Mann. Verlass dich auf uns. Jetzt!
Wir müssen es jetzt tun. Naja. Dann komm mit, verdammt. Mann, das ist interessant. Verdammte Scheiße dem Erdboden gleich. Eine magische Frucht, die Kräfte verleiht? Schwachsinn. Verdammte Scheiße, die sind schon gegangen. Das ist doch scheiße. Na gut, wenigstens können wir die anderen Arschbacken kalt machen. Die Knarre ist hinter dem Klo. Ah ja. Ich weiß zufällig, wo das Klo ist. Wo denn? Ich habe jemanden bezahlt, eine Waffe auf dem Scheißhaus zu verstecken. Gern geschehen. Ja. Wo denn? Oh. Eine scheiße Knarre. Ernsthaft? Eine scheiße Knarre? Verdammt. Schade. Ernsthaft? Mit so einer Scheißknarre soll ich da reingehen? Warte, falsche Taste. Ja, nehmen wir mal das hier, ne? Ich weiß ja jetzt, wo die ist. Sowas von I. Ah gut, aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ne, ich glaube, das reicht erstmal. Wir sehen uns dann natürlich auch wieder. Bis dann. Bye. Mein Name ist Kamina Rai. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche und Kälte und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause. Ein neues Leben. Eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten, angeführt von 2 Schwestern, Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance.
Sie nahmen uns alles, unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und sein Captain hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hope County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihnen. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief.